Alle Spiele der Regionalliga West exklusiv auf Sporttotal. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich, dass diese Partie jetzt angepfiffen wird. Der SV Lippstadt in Rot und Schwarz von links nach rechts. Düren aus dem Rheinland der Gast von rechts nach links in den weißen Trikots. Das ist ein super Zuspiel. Möglichkeit für Simon. Simon! Oh, was macht er denn? Den muss er eigentlich in die lange Ecke legen. Ufuk. Möglichkeit für Meier. Tor! Einfach zu weit weg und dann kann sich Viktor Meier, na klar, wer eigentlich sonst? Ja, Halbauer beschwert sich, dass Brasnitsch da zu nah am Ball steht. Halbauer! 16. Spielminute! Was eine Variante für Halbauer! 2:0 für Lippstadt. 2 Tore aus 2 Schüssen gemacht. Flanke Halbauer! Handy Matter! Und es ist der dritte Torschütze von den dreien, die schon getroffen haben. Wahnsinn! Einfach nur Wahnsinn! Dritter Torschuss, drittes Tor. 23. Minute. Ist ein Neuzugang von Bergisch Gladbach gekommen. Schauen wir aber erstmal auf Halbauer, der den Ball von Meier kriegt. Tyson kann zum ersten Mal eingreifen. Bietet den Weg an, kriegt den Ball. Und dann ist er mal frei durch. Maiko Wusu. Alvaro Roth muss rausrücken. Wusu. Brasnitsch kriegt den Ball nicht mehr aufs Tor. 30 Sekunden noch, bis die Dürener vorerst erlöst sind. Will ich es mal ein bisschen reißerisch nennen. Das ist die nächste gelbe Karte. Und das ist Gelb-Rot. Denn Philipp Simon hat bereits gelb gesehen. Und dann mit dem hohen Bein, komplett unnötig, im Mittelfeld. Das hohe Bein gegen Tim Möller, der muss behandelt werden. Wird es für ihn sein. Oh, und das darf man sich nicht erlauben. David Borst probiert den Heber. Nächster Ballgewinn auf der rechten Seite, Foulspiel. Und das ist Rot. Boah, es gibt Rot. Glatt rote Karte für Vincent Geimer. 2, 3, 4 Einträge für Düren. Und jetzt der nächste für Lippstadt. Nee, doch. Oh. Und Weber blockiert Marvin Mikas Schuss mit dem Gesicht. Wobei die Lippstädter könnten nochmal an der Tordifferenz schrauben. Mika. Eiserholz, Traoré. Nee, dafür schlägt er ihn nicht mal. Das war's. 3:0 gewinnt der SV Lippstadt gegen den 1. FC Düren. Für Düren ist es die erste Niederlage seit fast einem Jahr, seit dem 31. Oktober 2021. Ich habe es mehrfach erwähnt, ein 1:3 gegen Frechen. Nee, ich mach's nicht nochmal. Ja, hier können